scheitern muss. Doch was muss, das muss und irgendwann ist ja mal. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause, meine Welt durchs Internet. Alles ist relativ, alles ist uns manchmal echt egal, wenn Einstein hatte nur eine 4 in Mathe und war später mal total genial. Oh, Leute, keine Panik. Die Lage wie der Captain der Titanic. Also mach dir keine Sorgen, denn wir geht's von morgen. Berti kann für Lisa seinen Knochenmark spenden. Du bist mein Bruder, genauso wie Philipp, stimmt's? Ich will dich nicht als Bruder, Mann, checkst du es endlich! Ja, dann noch viel Spaß in der Schule, Schandor. Denk dran, immer schön brav und artig sein. Schandor und Thomas tauschen die Rollen. Alles geht gut, bis Schandors Vater, Herr Laszlo, im Unterricht auftaucht. Thomas, was machst du denn hier? Annika fühlt sich von ihrer Freundin Liz vernachlässigt. Du magst sie mehr als mich, oder? Na, Schwesterchen, alles okay? Klar, selbst. Hey Coco, hast du schon mit Magda gesprochen? Nee, ich denke noch drüber nach, wozu ich sie gebrauchen könnte. Sag ihr das bitte nicht so. Sie versteht das nachher wieder falsch. Wie kann man das denn? Ich hab gemeint, what's you need for her? Wie heißt es auf Deutsch? Das heißt, was schätzt du besonders an ihr? Das hast du aber nicht gesagt. Du hast mich gefragt, wozu ich sie gebrauchen würde. Hey Liz, kommst du nachher mal? Das hört sich ziemlich fies an. Oh shit, das ist ja echt mega peinlich. Ich hab wohl echt zu lange in Amerika gelebt. Ja. Hast du schon gehört? Bei uns in der Klasse voll der Skandal. Shandor ist gar nicht Shandor. Hey, Liz, hör mal. Und auf einmal steht sein Vater da. Nicht sein Vater, der von Shandor. Sag ich doch. Und der heißt Thomas. Der Vater? Nee, der eigentliche Shandor. Und warum haben das die beiden gemacht? Keine Ahnung. Wir sind jetzt bei Berger. Ich hoffe nur, dass Shandor keinen Ärger kriegt. Thomas. Alles okay? Wer ist jetzt deine beste Freundin? Sie oder ich? Annika, warte! Du heißt also in Wirklichkeit Thomas, ja? Du bist gar nicht der Sohn von Herrn Laszlo. Unglaublich. Einfach unglaublich. Und du hast uns den Shandor nur vorgespielt, damit der durch Deutschland reisen und Land und Leute kennenlernen kann, ja? Eine Art Studienreise. So ein Unsinn. Studienreise. Der Bursche ist einfach nur faul. Ich habe ihm den Unterrichtsstoff durchgegeben. Und Shandor hat sich richtig Mühe gegeben. Hör auf, mich für dumm zu verkaufen. Es reicht. Herr Laszlo, ich verstehe, dass Sie aufgebracht sind. Aber das sage ich euch. Das hat Folgen. Für euch beide. Herein. Hey, Papa. Du wolltest mich sprechen? Ja! Was ist denn los mit dir? Ich habe doch vorhin mit Feli und Ronja nur geredet. Du bist meine beste Freundin und das weißt du auch. Um mich loszuwerden, musst du dich schon ein bisschen anstrengen. Du hast mich vorhin gar nicht beachtet. Ich habe mich voll abgeschoben gefühlt. Du weißt aber schon, dass es Quatsch ist. Ich kann nichts dafür. Ich krieg manchmal so eine Panik. Wir haben doch geschworen, zusammen durch dick und dünn zu gehen. Wir sind auch Blutschwestern. Weißt du noch, wie sich bei mir der kleine Schnitt dann entzündet hat und ich tagelang einen Verband tragen musste? Hallo ihr beiden. Na? Alles in Ordnung? Ja, sicher. Wegen der Zimmerbelegung. Ich habe vorhin mit deiner Mutter telefoniert. Wir haben überlegt, es ist doch besser, wenn ihr erstmal zusammen wohnt. Und Feli und Ronja? Ja, sind die nicht sauer? Mit denen rede ich schon. So, ich muss weiter. Herr Berger wartet. Ist ja blöd. Typisch meine Mutter. Jetzt freu dich doch. Hallo, Schatz. Na du? Und Berti? Seine Untersuchungen sind erst später. Genau. Jetzt geht es erstmal um dich. Du hast heute noch einige Untersuchungen vor dir. Berti wollte aber extra früher kommen, um mir was vorzulesen. Vielleicht ist ihm was dazwischen gekommen. Hast du ihn schon gesehen heute? Heute Morgen. Er war ziemlich durcheinander. Warum denn? Ja, als ob ihm alles etwas viel ist. Weißt du, so viel Aufregung. Obwohl er sich natürlich freut, auf einmal eine kleine Schwester zu haben. Gehe ich ihn etwa auf die Nerven? Keine Angst, Schatz. Berti hat dich sehr lieb und bestimmt ist ihm nur was dazwischen gekommen. Er kommt schon noch. Ja, klar. Hör mal, soll ich dir was vorlesen, bevor die Ärzte kommen?
Sorry, bin ein bisschen spät, aber jetzt kann das Abenteuer losgehen. Super. Okay. König Azar von Großbritannien war verliebt. So sehr, dass er am Tag nicht denken konnte und in der Nacht nicht schlafen konnte. Leutmann! Film. Da rast auch so ein Teil auf die Erde zu. Okay. Ich grüße euch, Erdlinge. Ich bin dein Vater. Jetzt war bestimmt ein hallischer Komet. Davon habe ich schon ganz schön viel gehört. Glaube ich nicht. Ich weiß es aber. Es war ein Asteroid, kein Komet. Und der hallische sowieso nicht. Der ist unbewohnt und völlig harmlos. Wie bitte? Da ist nichts mit zusammenstoßen. Vor 6 Jahren habe ich ihn selbst gesehen. Jetzt dauert es wieder 70 Jahre, bis er so nah zu sehen ist. Annika hat recht. Dann eben nicht. Aber woher weißt du, dass es nicht der Halleyische Komet war? Interessierst du dich für Astronomie? Wir haben ein Fernrohr zu Hause und da schaue ich halt manchmal. Ich bin ja so romantisch. Für die Dauer des Kurses habe ich übrigens die Schlüssel zum Observatorium. Bei Bedarf können die gerne bei mir ausgeliehen werden. Ich will heute Nacht eine kosmische Party veranstalten. Motto Sternhage voll. Kriege ich die Schlüssel? Unter Bedarf verstehe ich, was möglichen Projekten zum Thema Weltall dient. Okay. Ach so, Moment mal. Habt ihr euch schon Gedanken darüber gemacht, wer mit wem welches Projekt machen möchte? Ich will ein vollbewegliches Modell vom Sonnensystem basteln. Cool. Kann ich da mitmachen? Ich auch. Das mache ich schon mit Liz. Chandor, Thomas, ist einer der Besten in jedem Fach. Er hat echt was auf dem Kasten. Und er ist total nett. Alle mögen ihn. In ihn zu investieren ist sicherer als Aktien. Es ist ja großartig, dass ihr Thomas so in euer Herz geschlossen habt. Aber mein Sohn ist nun mal Chandor und nicht Thomas. Das Einstellen würde bestimmt auch ihrem Sohn gut tun. Und sie können es sich doch leisten und beiden den Aufenthalt hier bezahlen. Thomas könnte Chandor als Gegenleistung helfen, wo er Schwächen hat. Das Thema ist durch. Chandor kommt auf eine Militärakademie und für Thomas bin ich nicht verantwortlich. Aber er hat doch keine Eltern. Wer kümmert sich um ihn? Sein Großonkel. Der Mann ist Arbeiter in einer meiner Färbereien. Herr Laszlo? Guten Tag, Frau. Miesbach, ich unterrichte Musik. Ich wollte mich noch persönlich bei Thomas verabschieden. Ich finde es sehr schade, dass er uns verlassen muss. Eine Färberei. Zu irgendeinem Großonkel. Ich habe selten eine Schule gehabt mit so einem beeindruckenden musikalischen Talent. Vielleicht sieht man ihn irgendwann wieder. Als Musiker in der Fußgängerzone. Das hoffe ich doch nicht. Aber trotzdem, hier wurde Thomas gefördert. Herrgott, er ist immer noch nicht mein Sohn. Ja? So, es kommt da rein, wir müssen los. Pass auf dich auf. Ach schade, schreib uns mal. Oder wir chatten. Mein Großonkel hat keinen Computer. Jungs, kommt, wir müssen los. Tschüss. Ciao. Doch erst morgen raus. Ich pack nur schon mal. Der ganze Aufstand nur wegen Annika. Annikas Mutter und Frau Bräuning haben das entschieden. Annika wusste gar nichts davon. Trotzdem, so wie die an dir hängt, ganz normal ist das nicht. Sie ist halt ein wenig schüchtern. In der Schule, an der ihr wart, hatte sie da auch andere Freunde? Naja, nicht viele. Eigentlich... Eigentlich nur dich. Was ist denn das? Eine Theateraufführung. Ich war die Zirkusprinzessin. Und Annika? Soufflöse. Der Clown hatte sich das Bein gebrochen. Annika war die Einzige, die seinen Text auswendig konnte. Also hat sie die Rolle übernommen und die Aufführung gerettet. Sie hatte so eine Panik. Die ist richtig krank geworden. Ich fass es nicht. Schafe, Herrgott macht euch vom Flecken.
Freundchen, eins sage ich dir. Damit kommst du mir nicht durch. Ab jetzt werde ich ganz andere Seiten aufziehen. So was Ignorantes und Uneinsichtiges nennt sich mein Sohn. Ah, dich suchen wir. Siehst du, er ist noch da. Ja, aber ich bin unterwegs zu Lisa. Ich habe ihr versprochen, ein Malbuch zu bringen. Dann kannst du ihr den hier gleich mitbringen. Im Namen von allen Einsteinern. Hey, der ist echt klasse. Dankeschön. Da sind lauter Grüße und Wünsche dran. Dass du und Berti jetzt Brüder seid, ist echt der Hammer. Naja. Für Lisa ist es auch ganz schön krass, oder? Plötzlich noch ein Bruder. Klar. Wie geht's ihr denn? Noch ganz gut, aber sie kriegt ja bald wieder eine Chemo. Die Arme. Hör mal, ich würde gerne in der Zeitung drüber schreiben. Über Lisa und euch, meine ich. Und wie das mit Berti ist. Plötzlich Bruder und Lebensretter. Was ist daran so heldenhaft, hm? Dass sein Gewebetyp passt, ist Zufall. Ich würde auch für sie spenden. Was für ein wundervoller Morgen. Was für ein wundervoller Tag. Ich vergesse all meine Sorgen. Alles ist schön, so wie ich es mag. Wahnsinn! Sing doch weiter. Ich könnte dir ewig zuhören. Du hast so eine tolle Stimme. Ich hätte die ganze Zeit Gänsehaut. Kann ja sein. Wenn das Frau Miesbach und die anderen gehört hätten, die wären alle ausgeflippt. Die Suche nach der Superstimme des Schuljahres, die wäre gelaufen. Sie werden mich aber nie hören. Annika, du hast voll das Talent. Ich singe aber nicht vor anderen. Wie gefällt dir eigentlich dein neues Zuhause? Schön. Vielen Dank. Also wirklich, sowas habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Pfiffig? Was wird denn nun aus den beiden Jungs? Chandor soll auf eine Militärakademie und... Tomasz kommt zu seinem Großonkel nach Ostungarn. Na also, man kümmert sich um ihn. Naja, er soll in einer Färberei schuften. Ja, wir sind hier im Namen aller Schüler vom Einstein. Wir haben Unterschriften gesammelt für Tomasz. Wir wollen, dass er auf Einstein bleiben kann. Ja, das Kinder, das verstehe ich ja, aber... Aber er hat doch wirklich nichts Schlimmes gemacht. Er will doch nur lernen. Aber er hat sich als jemand anderes ausgegeben, ne? Ja, und wenn man sonst keine Chance hat? Man kann jemanden schlecht vorwerfen, wenn er etwas aus seinem Leben machen möchte. Herr Laszlo könnte locker beiden den Aufenthalt bezahlen. Der Ausschuss würde nie der Aufnahme eines Schülers zustimmen, der sich im Vorfeld des Betrugs schuldig gemacht hat. Also, mein Mut hat ja nun auch noch ein klein wenig Gewicht. Ja, was sehen Sie mich da? Naja, wie auch immer, Herr Laszlo ist dagegen und er ist doch schon unterwegs, es ist zu spät. 5, 4, 3, 2, 1. Wir begrüßen euch hiermit zur Weltpremiere vom SDR, unserem Schloss Einstein Radio. Musik und News zu allem, was täglich auf Schloss Einstein passiert. Und wer nicht genug kriegt, kann auch im Intranet mit dabei sein. Liebe Grüße von Mama, wir haben eben telefoniert. Danke. Ein Radio gibt's hier. Ist doch voll cool, oder? Nino hat mich gefragt, ob ich mir Beiträge einfallen lassen kann. Er sucht jemanden mit internationaler Erfahrung. Wir sind offen für Kritik, Anregungen und eigene Beiträge. Immer her damit, Leute. Hä? Was denn für Beiträge? Das fehlt noch. Umsonst für die Arbeiten. Ein Gedicht, eine Kurzgeschichte, ein Lied oder die Deutschlandhymne auf einen Kamm geblasen. Live oder einfach die Aufnahmen auf einen USB-Stick einreichen. Niemand bleibt ungehört, der etwas mitzuteilen hat. Und jetzt live. Der Gigant der Stand-Up-Comedy, Tobias Knecht! Hallo, hi, habt ihr schon mitbekommen? Die wollen eine neue PISA-Studie machen. Ich meine, mittlerweile müssen die diese Stadt doch in- und auswendig kennen, oder? Was war denn da lustig? Aber mal im Ernst, was geht die Italiener an, ob wir lesen und schreiben können? Guck mal, Philipp, tolle Tiere zum Ausmalen. Wusste ich doch, dass dir das Spaß macht.
So, die Voruntersuchungen sind abgeschlossen. Es sieht alles gut aus. Auch keine ansteckenden Infektionskrankheiten. Und die Erkältung? Nicht weiter tragisch. Wenn wir in 10 Tagen mit der Knochenmarkübertragung beginnen, wird alles abgeklungen sein. Das heißt, wir fangen jetzt mit der Chemo an. Und machen die Krebszellen so richtig fertig? Genau. Aber leider führt es dazu, dass du anfällig für Infektionskrankheiten wirst. Krieg ich auch Besuch? Solange er keimfrei ist. Ich stell mir einfach vor, dass deine Zellen die Ritter von König Artus sind und meinen Krebs so richtig fertig machen. Wenn ich wieder gesund bin, fahren wir dann alle nach England, wo König Artus gelebt hat? Die ganze Familie. Ich muss mal kurz raus. Frische Luft. Ohne zu kreischen. Das geht schon. Klar, wenn du Rihanna bist. Also nochmal. Oh Gott, bitte nicht. Lass mich lieber gleich mal. Okay. Also, hier kommt der Text und du musst ihn sehen. Manchmal fragst du dich, warum trifft es immer wieder mich? Kennst du das Gefühl, alles wird zu viel für dich? Du fühlst dich alleine. Die Unterschriftenaktion für Thomas war ein Griff ins Klo. War ja zu erwarten. Trotzdem. Was soll das denn? Hallo Kinder. Haben Sie was vergessen? Vielleicht Ihr Mitgefühl? Mir ist eine Idee gekommen, wie ich die beiden viel wirkungsvoller bestrafen kann. Stimmt, man könnte sie in Sporkfallis einkerkern. Noch schlimmer. Mein Vater hat beschlossen, wir bleiben auf Schloss Einstein. Was? Schandor und Thomas bleiben auf Einstein und Thomas darf sich darum kümmern, dass Schandor keinen Mist baut. Jungs, ich erwarte täglich euren Bericht. Hm? Ich richte gleich einen Blog im Internet ein. USB-Stick habe ich gefunden. Er lag mitten auf dem Schulhof. Und ich soll jetzt im Radio den Besitzer des USB-Sticks suchen? Der wahrscheinlich auch der Sänger von dem Lied ist. Was denn für ein Lied? Das da drauf ist. Ich weiß nicht. Was ist denn da so toll dran? Na, lass es laufen. Dann kapierst du's. Manchmal fragst du dich, warum trifft es immer wieder mich? Kennst du das Gefühl? Ist das nicht die Hammerstimme? Absolut. Und du bist dir sicher, dass das nicht Lady Duffy ist? Ja, das hört man ja wohl. Die singt viel rauchiger. Das ist jemand von dieser Schule. Das wäre doch die Aktion für Schloss Einstein Radio. Lea ist die unbekannte Sängerin. Ja, wie denn? Indem ihr das Lied spielt. So oft es nur geht. Und entweder meldet sie sich selber oder irgendjemand erkennt die Stimme und sagt uns dann, wer sie ist. Naja, ich weiß nicht. Eigentlich müsste ich das erst mit Magda besprechen. Komm schon, was soll sie denn dagegen haben?
Und nun etwas ganz Besonderes für die Hörer von SER. Ein neuer Stern am Musikhimmel. Wir wissen nichts von ihr, außer dass sie eine wunderschöne Stimme hat und vielleicht von unserer Schule ist. Hört selbst! Manchmal fragst du dich, warum trifft es immer wieder mich? Kennst du das Gefühl, Wahnsinn. Alles wird zu viel für dich? Du fühlst dich alleine, dann versteck dich nicht, denn es findet sich ein Sonnenstrahl. Oh. Denn jeder Tag. Hey, weißt du, wer da singt? Ich hab keinen Schimmer. Gefällt's euch? Voll gut. Das könnte doch diese Mary sein. Meine Schwester. Hast du die schon mal singen hören? Ja, aber hübsch ist er. Und deswegen muss er noch lange nicht singen können. Es macht sicher Sinn, dass es dir passiert. Oh, oh. Du wirst schon sehen. So. Irre, du Idiot! Dreckschleimer! Ich hab gesagt, lass uns in Ruhe, du Arschloch! Was soll das? Hau ab! Ich wende dein scheiß Knochenmark und lass uns endlich in Ruhe. Lisa braucht mich. Niemand braucht dich. Und deine dämlichen Rittergeschichten kannst du dir sonst wohin stecken. Du hast recht, ein Hirnproblem. Geh mal zum Schulpsychologen. Hey, Annika! Nie zur Familie gehören. Bist du sicher, das ist deine Familie? Lass dich mal testen. Wieso hat dein Gewebe nicht gepasst, hä? Widerlicher Blöder! Scheiße. Tut mir leid. Piss dich. Ich hab das nicht gewollt. Hau einfach ab. Wirklich? Hau ab! Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.